Moin Moin und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich nämlich über nasse Mösen sprechen. Dore hat mir nämlich geschrieben und sich auch mit mir auf einen Dialog eingelassen. Dafür auf jeden Fall mal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und Dore hat das Problem, dass sie beim Sex sehr, sehr nass wird und dass ihr das unheimlich unangenehm ist. Wenn du dieses und oder andere Themen spannend findest, dann abonnier doch gerne den Kanal, dann wirst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten. Ganz besonders, wenn du die Glocke noch dazu drückst. Jetzt will ich aber sagen, lasst uns mal wirklich ins Thema einsteigen und ich lese euch mal kurz vor, ein bisschen gekürzt, was Dora mir so geschrieben hat. Liebe Josefa, zu meinem eigentlichen Problem und es ist mir wirklich, wirklich unangenehm. Ich werde beim Sex extrem feucht, um nicht zu sagen nass. Ich weiß, dass viele Menschen das Problem nicht nachvollziehen können. Auch habe ich in den letzten Jahren bestimmt insgesamt 3 GynäkologInnen zu dem Thema befragt, die mich leider allesamt nicht ernst genommen haben. Die Antwort war stets, dass ich mich doch freuen solle, schließlich sei das ein Zeichen für eine gesunde Scheidenflora und jedermann würde das toll finden. Aber ich leide darunter. Bei jedem Akt wische ich mich zwischendurch mehrmals mit einem Tuch ab, weil ich sonst das Gefühl habe, regelrecht überzulaufen. Zwar habe ich nicht das Gefühl, durch die viele Feuchtigkeit weniger zu empfinden, dennoch stört es mich und ich schäme mich dafür. Mein Partner sagt, dass er durch die Nässe schneller zum Orgasmus kommt, was er natürlich nicht möchte. Mittlerweile habe ich vor jedem Verkehr Beklemmung und Angst vor dem Nasswerden. Oft schlafe ich nur auf Druck meines Partners mit ihm, weil das Problem für mich zum totalen Lustkiller geworden ist. Zu der Menge an sich kann ich gar nicht so viel sagen. Das Bett war noch nie nass von der Flüssigkeit, ich schäme mich aber. Bestimmt kannst du dir das vorstellen, dass das keinen Spaß macht. Was mich so genau stört, weiß ich selber gar nicht. Es ist auch der erste Partner, der sich darüber beschwert und äußert, dass er zu schnell zum Orgasmus käme. Mir teils unangenehme Fragen stellt, wie etwa, warum das bei mir so sei, andere müssten schließlich Gleitgel benutzen, um überhaupt feucht genug zu sein. Solche Fragen kommen dann oft in einem sehr verletzenden Ton daher. Zuvor hatte sich eigentlich niemand beschwert. Zuallererst, liebe Dora, ganz, ganz, ganz lieben Dank für dein Vertrauen. Und ja, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass das, was du da beschreibst, für dich sich sehr, sehr, sehr unangenehm anfühlt und auch sehr belastend ist. Mir tut es dazu auch wirklich sehr leid, dass du schon sogar bei ÄrztInnen warst und die dieses Problem nicht ernst genommen haben, dich nicht ernst genommen haben. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade, denn das fühlt sich immer blöd an. Und ja, jeder hat es verdient, mit dem, was ihm selbst belastet, ernst genommen zu werden. Ich muss aber gestehen, dass ich von dieser Problematik tatsächlich noch nicht gehört habe, dass Menschen sich unwohl fühlen mit der Menge an Flüssigkeit, die sie produzieren. Das will aber noch lange nichts heißen. Wenn unter euch, die hier zuschauen, jemand ist, der diese Problematik kennt und das teilen kann, was Dora so schreibt, seid so gut, teilt euer Wissen, was ihr da unternehmt, was ihr für Ideen habt, gerne unten in den Kommentaren. Das würde sicherlich Dora auch sehr, sehr freuen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt niemanden, der alleine mit einem Problem ist, dass es bestimmt auch noch anderen Menschen weiterhilft. Aus meinem eigenen Erfahrungsschatz kann ich sagen, dass meine Bartholindrüse, also das ist die Drüse, die vor dem Scheideneingang sitzt, jeweils links und rechts und in aller Regel den Großteil der Flüssigkeit auch produziert, dass diese Drüse bei mir manchmal recht viel produziert. Manchmal ist es sogar so viel, dass es mir tatsächlich auch am Schenkel hinunterläuft. Mich persönlich stört es nicht. Ich habe da aber eine ganz andere Geschichte und auch einen ganz anderen Bezug, als Dora den hat. Von daher will ich das auch nicht miteinander vergleichen. Manchmal wäre es aber, glaube ich, ganz schön, wenn man einfach auch mal offen darüber sprechen könnte, wie viel Flüssigkeit andere Menschen so beim Sex produzieren und man so einfach mal auch vergleichen kann und sich selbst auch irgendwo einordnen kann. Leider helfen Pornos hier an dieser Stelle auch nicht besonders weiter. Das hat nichts mit dem Genre
an sich zu tun, sondern damit, dass die meisten Kameras so konzipiert sind, dass sie klare Flüssigkeiten auf der Haut ja unsichtbar machen. So kann man das eigentlich sagen. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man Schweiß nicht sieht bei Menschen, die vor der Kamera rumtouren. Hat aber auch den Effekt, dass man natürlich das Feuchtsein einer Vulva nicht erkennen kann oder nur sehr, sehr schwer erkennen kann. Meistens muss die Flüssigkeit wirklich eingetrübt sein und ja wirklich in Tropfen herunterlaufen, damit man das sehen kann. Ich schweife aber ab, lass uns mal zu Lösungsansätzen kommen. Und als allererstes fällt mir dabei tatsächlich die weibliche Ejakulation ein. Das, was du beschreibst, passt da nicht so ganz hinein. Es könnte sein, dass dich das eigentlich gar nicht betrifft. Ich möchte es aber dennoch erwähnen. Die weibliche Ejakulation findet statt, wenn Menschen zum Orgasmus kommen und dann gibt es Drüsen in der Vulva, die ein Sekret absondern. Das kann je nachdem von Mensch zu Mensch eine ganz kleine Menge sein. Es kann aber auch ein Riesenschwall sein, der das ganze Bett nass macht. Wie gesagt, die Menschen sind unterschiedlich. Und wenn man das beeinflussen möchte, dann kann ich jedem nur Beckenbodentraining empfehlen. Das würde ich ganz generell empfehlen, denn es ist immer gut, ja, die Kontrolle über die Organe zu haben, die eigentlich auch für unser Lustempfinden bzw. die Orgasmusfähigkeit zuständig sind. Und da spielt der Beckenboden bei Männern genauso wie bei Frauen, das nimmt sich überhaupt nichts, eine ganz, ganz große Rolle. Ich verlinke mal oben dazu ein Video, das habe ich nicht selber gemacht. Ich habe aber lange, lange Zeit dazu mittrainiert und so ein paar Übungen mache ich auch noch regelmäßig. Und auch im Alter wird es dir deine Blase höchstwahrscheinlich sehr danken, wenn dein Beckenboden gut trainiert ist. Die nächsten beiden Lösungsansätze, die mir so einfallen, würde ich ganz dringend mit einem Schönheitschirurgen oder einer Schönheitschirurgin besprechen. Da fällt mir als allererstes ein Botox. Ich habe selber mal überlegt, aus ganz anderen Gründen diese Drüse mit Botox vielleicht mal lahmzulegen. Ich habe dazu allerdings keinerlei Literatur gefunden. Ich weiß aber, dass man Schweißdrüsen damit daran hindert, weiter Flüssigkeit zu produzieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Eingriff überhaupt gemacht wird oder ob das nur so ein Hirngespinst in meinem Kopf ist. Und natürlich ist dann auch die Frage, ob das nicht noch weitere Funktionen mit beeinträchtigt. Wie gesagt, da wende dich an die SchönheitschirurgInnen deines Vertrauens. Ein weiterer Lösungsansatz, der mir jetzt auch noch einfallen würde, ist die Entfernung der Bartholindrüse. Das wurde bei mir einmal versucht. Ich kann das tatsächlich nicht weiterempfehlen. Bei mir wurde das aus medizinischen Gründen gemacht. Das Entfernen von Drüsen ist ganz allgemein, egal um welche Drüse es sich handelt, eine sehr schwierige Angelegenheit. Dabei wird in aller Regel recht viel Gewebe entfernt, weil es wohl sehr schwierig ist, umliegendes Gewebe vom Drüsengewebe zu unterscheiden. Das bedeutet, viel Gewebe wird entfernt, viel Narbengewebe bleibt zurück bzw. entsteht daraus. Und da es wirklich schwierig ist, diese Drüsen zu entfernen, bei mir war es so, ist ein Teil der Drüse übrig geblieben, beziehungsweise hat sich irgendwie einfach wieder neu gebildet. Das Ganze hat so circa 2 bis 3 Monate gedauert und danach hat die Drüse genauso gearbeitet wie vorher. Im Endeffekt war ich danach richtig happy darum, aber wie gesagt, ich habe eine ganz andere Richtung, ganz andere Erfahrungen. Wenn du meine ganze Story dazu hören willst, auch zum Thema Narben im Intimbereich, kann ich dir da oben ein Video empfehlen, beziehungsweise eine Playlist. Und ansonsten kannst du dich mal schlau machen zum Thema Schweißdrüsen entfernen. Denn leider auch zum Thema Bartholindrüse entfernen gibt es kaum Literatur und oder Erfahrungsberichte. Beim Thema Schweißdrüsen sieht es ein bisschen besser aus. Wie gesagt, da kann man sich auf jeden Fall mal schlauer lesen. Ich verstehe, dass du dich unwohl damit fühlst, dass du nass wirst und all diese viele Flüssigkeit produzierst. Dennoch würde ich versuchen, nicht die gesamte Flüssigkeit zu entfernen. Wenn du am Schenkel Flüssigkeit hast und am äußeren Teil deiner Vulva, ist es sicherlich kein Problem, die auch wegzutupfen.
Ich würde es allerdings vermeiden, auf der Schleimhaut zu reiben. Auch auf gar keinen Fall mit so einem frottierten Baumwolltuch. Ich würde ein ganz, ganz, ganz weiches Tuch, wenn überhaupt, nehmen und eher tupfen. Das Reiben auf der Schleimhaut ist nie eine gute Idee. Und da kommen wir auch so dazu, warum gibt es eigentlich diese Flüssigkeit? Die wird ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei abgesondert, sondern sie hat ja auch verschiedene Funktionen. Zum einen schützt sie dich, dass du dich beim Sex verletzen kannst. Bildet natürlich so einen rutschigen Gleitfilm und verhindert so natürlich, dass die Haut aufreißt, wund wird oder ähnliches damit passiert. Dazu schwemmt diese ganze Flüssigkeit natürlich auch alles an Keimen und Erregern von deiner Vulva weg, was da so eindringen könnte. Und ganz besonders, wenn Menschen Sex ohne Kondom haben, kommt natürlich einiges auch an Keim vom Penis auf die Vulva. Und an der Stelle, jetzt ist es völlig egal, wie gründlich man den Penis wäscht, eine gesunde Haut ist bevölkert von verschiedenen Bakterien und Pilzen. Und das hat auch alles seinen Sinn und ist eine gute Sache. Und die sollten wir auch nicht entfernen. Aber es kann durchaus problematisch werden und zu verschiedenen Blasen oder Pilzinfektionen kommen, wenn fremde Hautbakterien, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein Sammelsurium, in den Körper eindringt. Kommen wir vielleicht zu einer alternativen Herangehensweise. Du schreibst ja, dass dich selbst das beim Sex überhaupt gar nicht stört. Und aus dem, was du so geschrieben hast, entnehme ich auch, dass du auch in deinem sonstigen Leben und Alltag davon nicht beeinträchtigt bist. Du schreibst ja auch, dass du schon bei verschiedenen GynäkologInnen warst. Deswegen gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass du an sich gesund bist und dort alles eigentlich so funktioniert, wie es eigentlich so auch von der Natur gedacht ist. Aus dem Grund wäre es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass bevor du über invasive Eingriffe nachdenkst oder darüber nachdenkst, deine eigene Sexualität zu beschneiden oder deine eigene Lust zu beschneiden, wäre es eine Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, warum fühlst du dich damit so unwohl? Mich persönlich hat es nämlich total beschäftigt, was du über deinen Partner geschrieben hast. Und da würde ich dir ganz gerne noch drei Punkte mitgeben. Als erstes, es ist nicht in Ordnung, dass dein Partner dich auf eine Art und Weise bedrängst, dass du das Gefühl hast, unter Druck zu geraten und Sex mit ihm machen zu müssen. Das ist in keiner Weise in Ordnung. Wenn du keine Lust auf Sex hast, dann ist das so. Dann möchtest du das nicht. Ein Nein muss in dem Fall wirklich auch ausreichen. Und das ist auch nichts, was zur Diskussion steht. Das als allererstes. Als zweites ist es nicht in Ordnung, dass dein Partner die Verantwortung für seinen eigenen Orgasmus auf dich abwälzt. Es ist sein Körper, es ist seine Lust, es ist seine Erregung, es ist sein Orgasmus. Also ist es auch verdammt nochmal sein Problem und nicht dein Problem. Ich habe aber das Gefühl, dass dein Partner wahrscheinlich so aus so einer Vermeidungsstrategie heraus, wahrscheinlich meint er das noch nicht mal böse, aber versucht dieses Problem auf dich abzuwälzen. Er sagt ja selbst auch, dass die Flüssigkeit ihn dazu bringt, dass er schneller zum Orgasmus kommt. Das bedeutet, dass ihn das Ganze wahrscheinlich so sehr erregt, dass er die Kontrolle darüber verliert. Und er wird ja wahrscheinlich nicht so schnell zum Orgasmus kommen, weil er das Ganze irgendwie eklig und unangenehm findet. Aber nochmal, die Verantwortung für seinen Orgasmus liegt bei ihm selbst. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie er die Kontrolle über seinen eigenen Orgasmus wiedererlangen kann. Das kann mit Hilfe von PsychologInnen sein. Er kann auch in die Apotheke gehen und sich Lidocaincreme geben lassen, die betäubt das Gefühl im Penis. Dadurch kann er dann in aller Regel auch länger, hat aber andere Probleme. Und er kann, wenn er will, auch Beckenbodentraining machen und so die Kontrolle über seinen eigenen Orgasmus wiedererlangen. Viele Männer machen Beckenbodentraining, um den Orgasmus bzw. die Ejakulation weiter hinauszögern zu können. Und es gibt auch, immer wieder auch Männer, die diese Technik so weit treiben, dass sie sogar ihre eigene Ejakulation unterdrücken können.
dadurch in der Lage sind, intensivere Orgasmen wahrzunehmen und auch nach dem Orgasmus ihre Erektion behalten und weiter Sex machen können. Also wenn dein Partner da irgendwie sagt, oh, das gefällt mir nicht so, wie ich das haben möchte, hat er eine ganze Bandbreite an möglichen Alternativen, die keinen operativen Eingriff notwendig machen und mit gar keinem Risiko verbunden sind, außer dass er mehr über sich selbst lernt und die Kontrolle über sich behält. Zum Thema zu früh kommen oder zu schnell kommen habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich ebenfalls oben, einfach mal nachschauen. Drittens, es ist ebenfalls nicht in Ordnung, dass dein Partner durch Fragen oder Kommentaren dich dazu bringt, dass du dich in deinem eigenen Körper unwohl fühlst. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und es scheint ja, dass du einen total intakten Körper hast. Und daran rumzunörgeln ist überhaupt nicht in Ordnung. Selbst wenn du aus Krankheitsgründen oder anderen Gründen viel zu viel Flüssigkeit produzierst, ist das noch lange keine Rechtfertigung, an dem Körper von anderen Menschen rumzunörgeln. Sowas macht man nicht, das ist Bodyshaming und es ist nicht in Ordnung, dass du dadurch gebracht wirst, dass du dir deinen Sex nicht mehr genießen kannst. Ich wiederhole mich, aber liebe Dora, bevor du über invasive Eingriffe an deinen Körper nachdenkst, ist es bestimmt eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was genau dich so unwohl damit fühlen lässt. Und nach dem, was du geschrieben hast, hörte sich das schon auch so ein bisschen danach an, als könnte dein Partner damit etwas zu tun haben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn dein Partner vielleicht nicht so an dir rumnörgeln würde, nicht die Verantwortung auf dich abschiebt, sondern er sie selbst übernimmt und selbst aktiv wird, dass sich die ganze Situation entspannen könnte und du hoffentlich auch wieder mehr Spaß am Sex hast. Falls das nicht weiterhilft oder ich da völlig auf dem Holzweg bin, dann hilft mir vielleicht die anderen Lösungsansätze und oder wenn ihr was dazu wisst und Ideen dazu habt, was Dora versuchen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. So, dann habe ich erstmal genug gesabbelt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und spannend und vielleicht hast du sogar Lust, dieses Video anzuschauen und oder sogar meinen Kanal zu abonnieren und am nächsten Sonntag wieder einzuschalten. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut und bis dahin alles Liebe. Ciao.